Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf dem Stunt-Scooter Online-Kanal. Heute haben wir mal was für euch. Wir bauen nämlich heute ein Custom-Build zusammen. Erstmal entschuldige ich mich, dass Janni, Alex und natürlich auch Danny irgendwie fehlen. Ich bin heute leider alleine hier, aber das nächste Video wird auf jeden Fall wieder mit den anderen kommen. Ich würde sagen, wir haben hier wirklich eine riesen Auswahl im ganzen Shop. Ihr seht das schon, also wirklich hier überall Custom-Parts, hier Complete-Scooter. Da sind, glaube ich, auch noch ganz viele Custom-Scooter. Aber wir beschäftigen uns heute wirklich mit einem Custom-Scooter. Heißt, die Wand ist heute für uns. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt hin und fangen schon mal an, die ersten Parts auszuwählen. Wir fangen jetzt einfach mal unten an bei den Wheels. Wir haben hier eine sehr, sehr krasse Auswahl. Ich möchte bei den Wheels aber ein bisschen schlicht bleiben. Und generell der ganze Custom-Build wird auch etwas schlichter sein. Und ich habe auch schon Wheels im Kopf. Und zwar sind das die Double Five Wheels. Diese Wheels kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das sind die Wheels mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das es überhaupt gibt. Weil diese Wheels sind richtig gut. Ich fahre die selber übrigens und zwar schon ganz, ganz lange. Diese Wheels kosten pro Paar 26 Euro. Also die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Okay, weiter geht's mit den Decks. Die haben wir auch eine sehr, sehr geile Auswahl. Da wir bei dem Custom-Build aber ein bisschen mehr parklastig sein wollen als streetlastig, weil streetlastig das Six-Wide-Deck, das kennt ihr mittlerweile, das haben wir euch auch schon vorgestellt, weil das ist wirklich ein Riesending. Das fällt heute leider raus. Obwohl es leicht ist, wollen wir trotzdem noch mehr in Park. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier von der Wand einfach mal das Deck, was am meisten Park ist. Und das ist das Double-Five-Deck hier. Oh, das hat sogar schon Grip-Tape. Müssen wir dann also nicht mehr auswählen. Das ist hier schon vormontiert drauf. Sehr, sehr geil. Auch hier mit diesem Double-Five-Logo unten. Wirklich schön. Das Double-Five-Deck ist preis-leistungstechnisch übrigens auch sehr gut, weil das Deck kostet einfach 60 Euro. Und das Deck hier habe ich tatsächlich in der Farbe noch gar nicht so gesehen. Glaube tatsächlich, das ist ein Einzelstück, aber müssen wir mal nachfragen. Was natürlich das Verbindungsstück zwischen Wheel und Deck ist, ist natürlich die Fork. Wir haben hier auch eine relativ geile Auswahl an Forks, aber ich muss sagen, wir wollen den Custom-Scooter preistechnisch auch etwas niedriger halten und vor allem für Einsteiger, die jetzt nicht so extrem viel Geld für einen Scooter ausgeben wollen. Deswegen würde ich ganz gerne eine Double-File-Fork haben. Die ist aber nicht hier, die müssen wir gleich aus dem Lager holen. So, beim Lenker gehen wir hier auch mit einem ganz normalen Anacuda-Lenker. Auch dieses VT-Design aus Stahl. Der ist sehr, sehr stabil. Zwar ein bisschen schwerer, aber dafür ist er halt nicht so teuer wie zum Beispiel der Anacuda Titan-Lenker. Der kostet dann 200 Euro und der ist dann wesentlich billiger. Matchend zu dem Lenker wollen wir natürlich auch Griffe haben. Und dann nehmen wir mal eine absolute Lieblingsgriffe, die Anacuda Grips. Die kommen hier drauf. Da der Lenker hier hinten einen Schlitz hat und da die Fork eine HIC bzw. SCS-Fork ist, würde ich ganz gerne aber HIC fahren. Deswegen brauchen wir noch ein HIC-Kit. Das holen wir auch gleich aus dem Lager. Das seht ihr gleich. Und wir brauchen natürlich noch eine Clamp. Okay, also ich musste ganz kurz suchen. Da hinten sind zwar ein paar Clamps, aber nicht die Farbe, die ich gesucht habe. Wir haben hier aber eine sehr, sehr geile Auswahl an Clamps. SCS, HIC, also wirklich alles dabei. Wir wollen aber dieses silber- bzw. schwarze Farbschema verfolgen und damit das Deck richtig zur Geltung kommt, weil es ja ein Einzelstück ist, nehmen wir hier eine schwarze, ganz normale Anacuda Clamp. So, wir gehen jetzt hier mal ins Lager. Kein Zutritt, wir dürfen das aber heute. Wir suchen nämlich nochmal ganz kurz das Compression Kit und die Fork. Wir haben jetzt hier die Parts liegen, ihr seht das hier schon, alles richtig clean, richtig geil. Wir fangen jetzt hier mal mit dem Anacuda Lenker an. Die Griffe sind hier tatsächlich auch schon drauf, auch Anacuda Grips, richtig geil, richtig schön weich, wirklich, das fühle ich sehr doll. Als Deck haben wir vorhin auch schon gezeigt, das Double Five Deck hier einfach mal in einer neuen Farbe. Ist tatsächlich ein Prototyp, also den gibt es so noch nicht zu kaufen, das Deck. Also wenn ihr das Deck in der Farbe als Einzelstück haben wollt, dann kommt gerne hier in den Shop und kauft euch das. Hier nochmal HIC Kit, damit wir das Ganze auch richtig schön festziehen können und eine Compression haben. Bei der Fork benutze ich jetzt hier tatsächlich die Double Five Fork. Das ist zwar eine Stahlfork, aber glaubt mir Leute, die ist trotzdem übelst leicht. Und weil es halt eine Stahlfork ist, ist die saustabil. Wheels haben wir hier meine Lieblingswheels, wirklich meine absoluten Lieblingswheels. Headset haben wir hier, das ganz normale Anacuda Headset, nichts Wildes. Womit fangen wir denn jetzt mal an? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Wheels rein, erstmal die Wheels in die Fork und danach Wheels ins Deck. So, Wheel ist im Deck drin, jetzt kommt die Fork. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir hier auch die richtige Richtung treffen. Nicht, dass die Wheels dann in einer verschiedenen Richtung stehen. Aber so sollte das passen. Einmal reinmachen hier. Das ist relativ fest, natürlich nicht zu fest, weil es soll sich ja noch drehen. Dann beim Headset reinmachen, denkt bitte immer dran, erst das Kugellager auf die Fork und dann ins Deck. Nicht das Kugellager schon vorher ins Deck schieben, weil sonst habt ihr immer so ein bisschen Probleme, dass das vielleicht nicht so ganz gerade drin ist. Das wollen wir nicht, es soll schön sitzen. So, und dann natürlich hier auch oben immer eins nach dem anderen. Erst das Kugellager drauf, dann den Spacer hier, dann die Top Cap. Als letztes kommt noch die Schirme oben drauf für die Compression und natürlich nicht zu vergessen die Schraube hier. Dann wird das Ganze einmal festgezogen und wir machen mit dem Lenker weiter. So, wie gesagt, Griffe wurden hier bereits aufgezogen. Das haben wir hier mit so einem Luft-Compression-Ding gemacht. Sonst nehmen wir dafür mal Bremsreiniger oder halt irgendwie anders. Aber darum müssen wir uns heute nicht scheren. Jetzt noch die Clamp rein. Stellen wir den Scooter mal auf den Boden, tun den Lenker drauf und machen mal einen geilen Job-Test. Oh,
gucken wir nochmal, dass der Lenker einigermaßen gerade ist. Ja, das sieht gut aus. Jetzt natürlich noch die Clamp gerade machen, dann festschrauben und dann machen wir einen Jobtest. So, Roller ist zusammengebaut, richtig schön festgezogen. Jetzt Jobtest, seid ihr bereit? So Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Custom-Build. Wenn ihr den Scooter erwerben wollt, dann kommt gerne bei uns hier in Hamburg in den Shop und kauft euch den Scooter. Funsportwelt, Mendelssohnstraße in Hamburg. Derjenige, der den kauft, der muss uns auf jeden Fall mal auf Instagram schreiben, weil der kriegt auf jeden Fall ein Follow zurück und ein Shoutout. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.